herzlich willkommen im heutigen Video. Heute heißt es mal wieder Zanderangeln in Hamburg. Wir sind unterwegs bei Benny heute auf dem Boot und werden vertikal angeln. Flore und Jana wollen, ihr wollt, glaube ich, mit Fireball sogar mit Köderfisch angeln. Ja, ne? Wir wollen mal was ausprobieren. Richtig special. Ich habe kleine Köderfische hier am Fireball. Mal gucken, ob da auch die ganz Großen drauf einsteigen. Mega geil. Und ja, wir haben sogar schon ein bisschen geangelt. Der Tsunami kommt! Jetzt kommt eine Riesenwelle. Das ist wie Surfen gerade. Ja, wir haben schon ein bisschen geangelt. Ich habe einen Rapfen gefangen, klein. War da an dem bekannten Rapfenspot hier in Hamburg. Dann hatte ich ein paar Bisse noch, aber habe dann leider zu spät gemerkt, dass mein Drilling kaputt war und hatte Fehlbisse. Ja, aber was heute noch eine kleine Besonderheit ist, die Judith ist heute mit dabei. Die fängt heute hoffentlich ihren ersten Fisch. Mal sehen. Ja, Jude probiert das heute, die angelt heute das allererste Mal und ja, bin gespannt, ne? Ich weiß nicht. Ich auch. Wir können ja mal den Guide fragen, Benny, sind die Chancen heute gut? Ja, wenn wir uns alle Mühe geben, dann stehen die Chancen sehr gut. Doch, ich bin da guter Dinge. Also das Wetter ist optimal und die letzten Tage liefen auch eigentlich ziemlich gut. Und ich bin sehr gespannt, den Unterschied jetzt zwischen dem Fireball-System und dem Gummifisch, weil das hatte ich auf dem Boot noch gar nicht. Ja. Und ich denke schon, dass der ein oder andere Zander heute reinkommt. Ich möchte noch was sagen. Nochmal zur Info, weil du ja gerade sagte, Judith angelt hier das erste Mal. Judith hat auch noch keinen Angelschein, aber es gibt eine neue Gesetzeslage. Benny hat ja hier eine Guiding-Lizenz und dementsprechend dürfen sogar Leute ohne den Angelschein hier mit auf dem Boot angeln. Also da sind ja Leute da, die sachkundig sind und dementsprechend ist das kein Problem. Kann Judith mal ausprobieren, ob das was für sie ist. Ich hoffe es ja, dass sie danach einen Angelschein macht, dass sie den ersten Fisch gefangen hat. Und genau, bevor die Fragen da kommen in den Kommentaren. Genau, das ist so eine super Sache hier in Hamburg, um einfach mal das Angeln auszuprobieren, bevor man einen Schein macht. Genau, super. Ja, aber genug geredet. Ich würde sagen, an die Routen und Fische fangen. Viel Spaß im Video. Also, ich habe gerade meinen kleinen Köderfisch verloren und das habe ich jetzt einen größeren Köderfisch dran hier, wie ihr sehen könnt. Und ja, werdet mal sehen, ob ich damit jetzt einen Zander fange. Wir haben jetzt hier so ein bisschen aufgezogen. Könnt ihr sehen, den kleinen haben wir einfach nur einmal kurz so durchgehakt. Und das sieht doch gut aus und das müsste klappen. Auf jeden Fall. 30 Gramm und ab ins Wasser. Julian hat gerade hier einen Rapfenraum gesehen. Ja. Erstmal die Spinnrute zur Hand genommen. Direkt und er ist gleich voll raufgeballert. Aber ich weiß nicht, irgendwie hängen die Rapfen heute nicht. Hatte ich vorhin ja auch schon. Ich weiß nicht warum. Also, die beißen anscheinend nur aufs Spinnerblatt. Und keine Ahnung. Also, ich kann es mir nicht erklären. So kenne ich das nicht von Rapfen. Also, eigentlich, wenn die beißen, ballern die Köder ja voll weg. Ja, dann sind es Raubbrassen. Ja, genau. Es sind Brassen. Aber dann würden wir die Walbuckel sehen. Ja. Aber ich glaube, also wenn der da jetzt so beißt, dann ist da vielleicht auch nicht nur einer. Ja. Werden die ganze Zeit Raum sehen. Vielleicht geht er rauf gleich. Ja. Ich hoffe es. Also ich kriege jetzt gleich einen. Ich werde jetzt nochmal genau da lang. Oh! Habt ihr das gesehen? Hängt. Nein, ich muss ab. Oh, aber hing noch fast dran. Der hing? Da ist er noch. Weggeschwommen. Krass. Hä, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Ich hatte die Rute, die Schnur schon locker. Dass der hing, habe ich gar nicht gemerkt. Habt ihr gerade gefilmt? Ja, ich habe es gefilmt. Der ist hier am Ufer draufgeknallt. Der ist ein Meter vom Boot, ist er draufgeschossen. Okay, das ist geil. Heftig, ja. Und ich dachte so, oh, der hat vorbeigebissen. Und dann hatte ich die Rute schon so ganz locker. Und ich guck so, hä, warum bewegt sich die Schnur? Da hing der wirklich drin. Ja. Jawollo, Benny hat den ersten Fisch. Jawollo. Petri, sehr gern. Was sagt ihr dazu? Wir holen noch auf. 1:0, das kann man noch aufholen. Leute, wir sind jetzt an einer neuen Stelle hier und genau, wir sind jetzt ein bisschen gefahren. Wir wollen jetzt mal hier ein bisschen nochmal vertikal und vielleicht auch ein bisschen jiggen übrigens. Und Benny hat ja eben noch den Zander. Vielleicht kann Benny noch mal berichten, weil der Zander hatte noch mal so ein bisschen was Besonderes auch. Ja, genau. Also der hatte halt eine richtig große Wunde so an der Seite. Und was da ziemlich gut zu sehen war, dass das einfach perfekt abgeheilt ist. Man hat ja manchmal so Zander, die man fängt und sieht, die haben irgendwie durch eine Schraube oder irgendwas echt eine tiefe Fleischwunde und Verletzung, dass man die gar nicht zwingend immer abknüppeln muss oder so. Da konnte man halt wirklich gut sehen, dass das echt astrein und perfekt verheilt war, ne? So. Ja, das stimmt. Ja.
Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon mal gehabt habt, wo ihr wirklich mal so einen Fisch gefangen habt, so, wo ihr gesehen habt, boah, der hat eine richtig krasse Verletzung oder irgendwas so, wo ihr dachtet, krass, eigentlich ist es Wahnsinn, dass das so wieder geheilt ist an dem Fisch. Schreibt das mal gerne in die Kommentare, würde uns mal interessieren. Das würde mich auch interessieren, denn ich habe mal eine Schleie gefangen, die war schon mal in einem Wallermaul. Da hat man den Abdruck so vom Waller so wuff, vom Maul einmal am Bauch gehabt, wo die ganzen Schuppen weg waren. Das hat man richtig gut erkannt. Alter, ja. Ja, und Norman Tramnitz von der Müritz hat uns nämlich mal erzählt, er hat mal einen Hecht gefangen, der ist in eine Reuse reingewachsen oder irgendwie sowas. Nee, der hat in der Reuse, glaube ich, gesteckt, also in dem Netz so ein bisschen. Und das ist dann in das Fleisch eingewachsen irgendwie. Ja. Und der hat das einfach überlebt so. Das ist deine Rapfen, ne? Ja. Okay, wir müssen Rapfen angeln. Oh ja. Okay, gut. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich fange jetzt Rapfen. Leute, da muss jetzt einer kommen, ey. Da ist gerade einer so raufgescheppert. Ich weiß nicht, warum die nicht hängen. Gleich mal einen anderen Chickspinner mit einem anderen Haken nehme. Also stumpf können die ja nicht sein. Jetzt haben sie da geraubt. Ich glaube, ich hole auch gleich nochmal eine Spinnrute raus. Da war ein richtig schöner Strudel auch, ne? Ja, da stehen die halt immer dran an den Kanten. Ich hole mir auch kurz eine Rute raus. Ich habe eben gerade auch Bock drauf. So, Benni hat einen Fisch dran. Benni hat aber nichts gesagt. Ich hab nur gehört, dass er auf einmal gekurbelt hat. Judith hilft schon mal mit dem Kescher. Jawohl, Petri. Es gibt noch Zander hier. Es gibt noch ein paar. Benni sagte gerade, der ist besser. Ja, oder er verkauft sich gut, aber klein ist das nicht. Ja. Oh, der sieht gut aus. Ah, der ist schön. Jawohl, Petri. Danke schön. Das wäre mal ein Problem gewesen. da guckt der Julian. Oder? Wobei ja so... Boah, so ein 60 hat er bestimmt. Ja. 65 ist mein PP. 65 aus der Elbe. 65er Elbzander. Ja. Sehr schön, Benni. Das ist aber ein schöner Fisch, ey. Wahnsinn. Ja. So, der Guide zeigt, wie es richtig geht, wa? Genau. Wir waren ja heute Morgen so ein bisschen Hafenbecken angeln. Aber das Wasser hat halt echt über 24 Grad Wassertemperatur. Ja. Und sind wir hier raus in Strom gefahren und da merkt man gleich, das Wasser hat erstmal einen Grad weniger Temperatur und hier ist einfach viel mehr Bewegung und Sauerstoff, ne? Deswegen läuft in den Hafenbecken gerade echt nicht so gut. Aber hier jetzt, glaube ich, können wir heute noch ein bisschen was reißen. Okay. Genau. Ja, also unsere Challenge ist ja heute so ein bisschen Naturköder gegen Kunstköder zu testen. Im Moment losen die Naturköder so ein bisschen ab und Kunstköder fängt. Aber vielleicht, Flore sagt, guck da mal schon. Wenn ich 90er fange, der macht die drei wieder wert. Flore will damit noch eine, da ist gerade eine dicke Brasse gebuckelt. Die hole ich mir. Ja, aber das war doch jetzt schon mal gut auf jeden Fall. Jetzt hast du schon drei Zander, Benni. Genau, drei Stück. Drei Stück schon. Naja, also wir müssen aufholen hier mit Wir haben noch drei Schneider auf dem Boot. Wir müssen noch ein bisschen was tun. Ja, aber echt, ey. Es ist wärmer geworden. Julian hat eine kurze Hose an. Judith hat eine kurze Hose an. Ich habe mir meine Hosenbeine hochgekrempelt, weil ich keine kurze Hose dabei habe. Und Jana ist auch schon am Schwitzen, ne? Ja. Benni hat schon die ganze Zeit eine kurze Hose an. War vernünftig. Aber ja, es ist irgendwie zäh heute. Boah, ja. Jana ist jetzt umgestiegen und checkt ein bisschen. Ja. Beim letzten Mal lief das ja auch ganz gut, ne? Ja. Ach ja, mal verschiedene, also wir werden angeln jetzt vertikal, jiggen und mit Kunstköder und mit Naturköder, wir holen jetzt hier alles raus. Ja. Und ja, was würdest du sagen? Ich wollte sagen, dass Judith gerade einen Fisch kurz dran hatte. Ja, scheiße. Lektion gelernt, beim nächsten Mal ein bisschen mehr anschlagen. Ja, aber wie war das Gefühl? Also erst habe ich gedacht, es hängt wieder irgendwo. Okay, Klassiker beim Zander. Und dann war ich traurig, weil er ab war. Ja, ne? Ja. Aber du kriegst noch eine Chance, es geht noch. Na, was geht noch was heute. Das war jetzt hier meine Chance, 1 von 1 Million. Ja, hier gibt es genug Zander. Wir sind in Hamburg. Ja. Hamburg. Manchmal denkt man auch, es hört nicht auf, das Wasser. Wenn du ablässt. Ja. Ja. Da musst du mal an der Talsperre angeln. Auf Wels. Das dauert noch ein bisschen länger, bis der Köder unten ist, ne? Kannst du zwischendurch ein Bier trinken. Ja. Grüße an Jakob.
Ich habe schon mal zwei Kiesen Bier dabei. Oh nein, ich kann das nicht so sagen wie er. Julian hat einen Biss. Oh, oh. Der hat jetzt meinen Fisch gefangen. Eben hat er bei mir gebissen. Oh, geil. Stimmt. Jawohl. Yes. Oh. Der hat mir die zweite Chance gegeben. Wie geil ist das? Das ist beim Zanderangeln nicht oft. Ja, Volo Apollo. Das ist mein geiler Zander. Leider nicht mein Zander PB, aber ich freue mich. Fisch, Fisch, Fisch. Oh, 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 der ist wild. Der ist wild. Oh, oh. Danny, kannst du vielleicht meine Rute mal einholen? Alter, das ist ein Bummer. Alter. Oh, da ist jetzt der Naturköder. Oh, nee, doch nicht. Oh. Egal, aber schöner. Ey, aber schöner. Oh, ja, Naturköder. Yes. Aber nice. Die Fische ist auch gut. Petri-Flora. Aber der war spritzig, ey. Ja. Wow. Hammer. Verkaufen sich gut. Geil. 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 Geil, Petri. Hammer. Endlich. Schöner und? Fisch, ey. Auf Naturköder, ey. Ja. Hey, wo ist denn dein Köderfisch hin, Flora? Ja, das ist der Köder, mit dem ich gerade gefangen habe. Also ein blanker Haken mit einem Drilling. Also der Geheimtipp, Leute. Nee, Spaß beiseite. Ist tatsächlich so, das hatte ich vorher Benni auch erzählt. Oft ist es so, dass der Köderfisch dann echt abgerissen wird, aber im Zander drin bleibt. Und ich habe es auch schon gehabt, dass die den runterschlucken, ne? Weil die haben ja hinten so einen Schluckreflex. Und dann siehst du oft nur noch, wie die Flosse hinten rausguckt. Ich habe ja schon ein paar Mal damit bei uns am Mittellandkanal geangelt. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wo der abgeblieben ist. Wahrscheinlich ist er auch im Drill oder so abgerissen, weil der Fisch hing jetzt tatsächlich nur am Drilling hinten. Ja, aber geil. Ging ab, cool. Ne? Jetzt steht es wie 4 zu 1. Ja, 4 zu 1. Aber ich bin auch der Einzige, der hier mit angelt, ne? Jana, ich habe das Team verlassen. Jana hat das Team verlassen. Deserteurin, die jiggt jetzt hier mit Gummifisch. Hatte übrigens aber auch schon zwei Bisse, ne? Also, ja. Jana, du hattest schon zwei Bisse? Ja, auf Gummifisch jetzt. Also... Ja, beide verkackt. Aber ich habe das Team Naturköder verlassen und Flora steht jetzt auf einsamer Flur. du hast es nicht nur verlassen, du hast Flora sogar probiert, auch mit Gummifisch zu überreden, auch mit Gummifisch zu angeln. Stimmt. Ja. Ja, ich fühle das gerade ein bisschen mehr. Mal gucken, vielleicht kriege ich heute auch noch mal einen Fisch, mal sehen. Aber wir müssen gucken, dass du das heute noch einen Fisch kriegst. Aber die ist ja ganz eifrig, ne? Ja. Ganz concentrated. Ja, machen wir mal weiter, fangen noch einen Fisch. Ich habe ja kurz überlegt, in das Team Naturköder zu gehen, aber die Gage war einfach. Ja, die war deutlich zu gering. Was hätte Flora dir denn gezahlt? Das darf ich gar nicht erzählen. Ja, Flora will nämlich einen Online-Shop für Plätze und Rotfedern aufmachen. Genau, die kannst du dir vorher selbst konfigurieren. Selbst konfigurieren? Farbe. Ein Auge, zwei Augen. Gibt's die dann auch geflavored? Ja, das gibt's auch. Ne? Die sind dann mit Fischgeruch. Und was ganz neu gibt, bald Gummifischgeruch. Oh, ja. Das soll gut laufen. Das ist der Geheimtipp. Ja. Aber das Geile ist, auf Loch hat seinen Fisch gefangen und jetzt erstmal hier richtig Schuhe aus. Erstmal hier anlegen. Entspannen. Ja, wenn man erstmal Fisch gefangen hat, ist geil. Dann ist der Druck weg, ne? Ja. An der Ecke war jetzt hier auch einiges an Bissen. Mm. Also wir haben irgendwie 3-4 Bisse ja schon hier versemmelt. Ja, Fisch. Zwei Fische gefangen. Deiner kam genau. Hier, ne? Der von Flora auch. Ja, meiner hat mir übrigens jetzt zwei Chancen gegeben. Ne? Ich habe einen Biss gehabt, ich habe es verhauen. Und ja, dann kam er nochmal und habe mich bis zum Himmel angeschlagen und dann hing er. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt den Erfolgsköder von Benni dran. Oha. Ich sag euch, damit fange ich einen Fisch. Den Julian, der geklaut hat. Ja. Stimmt, den habe ich Jana geklaut. Was war denn mit dem denn hier? Ach, den kannst du ruhig nehmen. Tschüss. Ich oh, ja. Ja. Da ist er, der Fisch. Oh Mann, ey. Danke. Jana hat nämlich einen Fisch gefangen. Nee. Aber auf Natur? Nee, nicht auf Natur, wieder auf Kunstköder. Da hat das Team gewechselt. Ja, Deserteurin. Das ist Sparta! So, da ist auch mein Fisch, ey, für heute. Endlich. Endlich. Kannst du noch Fischis fangen? Manchmal. Voll geil.
So Leute, endlich habe ich meinen Zander gefangen hier. Das war heute echt schwer. Also ja, ich bin sogar zwischendrin das Team gewechselt. Also ich bin leider dann zum anderen Team rüber gewechselt, zum Team Kunstköder und habe Flora einfach alleine gelassen. Aber jetzt habe ich meinen Fisch gefangen. Aber Flora hat seinen Fisch ja auch gefangen. Aber heute ist so ein bisschen Gummifische, also Gummiköder ist heute ein bisschen im Vorteil gegenüber den Naturköder. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass hier so viele mit Gummifischen angeln. Aber in diesem Zusammenhang haben wir und Benni uns was überlegt für euch. Wir wollen unter all unseren Abonnenten ein Paket Gummifische verlosen. Das könnt ihr nicht kaufen. Also das sind Special-Köder von Benni hier. Also wenn ihr bei Benni seid, am Angeln seid, da könnt ihr auch mit den Gummifischen angeln. Und die sind halt mega geil. Also die haben so einen geilen Paddelschwanz hinten dran. Da hat Flora irgendwie gesagt, das ist eigentlich so eine Mischung zwischen Paddelschwanz und genau, das ist, so eine, das ist wie so ein kleiner Hybrid. Ne? Es ist ein bisschen wie ein Pintail so, weil er so länglich ist, aber andererseits ist es irgendwie auch so ein Paddel. Ne? Ja, genau. Und weil das irgendwie nochmal so ein kleines Special extra ist, haben wir gedacht, da machen wir euch eine kleine Freude mit. Und wenn ihr dabei mitmachen möchtet, müsst ihr einfach mal unten in die Kommentare schreiben mit dem Hashtag Natur oder Kunstköder. Also entweder Hashtag Kunstköder oder Hashtag Natur. Dann nehmt ihr automatisch an dem Gewinnspiel teil. Wir losen das alles dann aus und zu den ganzen Teilnahmebedingungen schaut bitte in die Videobeschreibung unten rein. Und dann, genau, kann ein glücklicher Gewinner unter all unseren Abonnenten dann einfach ein so ein Paket gewinnen. Und dann kriegt ihr das nach Hause geschickt. Wir starten jetzt eine Rettungsaktion, ganz spontan. Wir haben einen Eichel hier gesehen. Oh Mann, der ist ja richtig untergegangen. Wo ist er? Oh, da ist er. Ab. Oh nein. Der Arme. Julian, Julian, der Förster, Julian, rettet ihn jetzt. Rettet den Wald. Arme, ey. Oh, guck mal. Oh nein. Der hatte nämlich so blaue Flecken. Oh ja. Oh Gott, kommst du da ran, Julian? Machst du dich ganz lang und kommst dran. Oh, jetzt da kommt er vielleicht ran. Ja. Ich sag ja, geht mit dem Boot. Rettungsaktion hier. Anna, du musst mir helfen. Hier, warte. Oh, ja. Ein Feini. Ah, oh, der hat jetzt in der Mauser. Guck mal ab. Ja. Toll. Jeden Tag eine gute Tat. Jetzt fährt er mit. Wollen wir ihn mitnehmen oder wollen wir uns aufs Boot setzen? Wir nehmen ihn mit. Ja. Der muss trocknen. Der muss jetzt in der Sonne. Setz ihn am besten vorne auf die Spitze oder so, auf den Motor. Ja. Der darf noch nicht wieder rein. Der Arme. Oh Gott, Leute. Oh, guckt euch mal den Kleinen an. Sieht man auch selten so aus der Nähe. Ja, Leute, wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir wollten nämlich gerade noch Pause machen. Und unser kleiner Freund hier vorne, der begleitet uns jetzt. Und wir werden ihn gleich an Land einmal absetzen, damit er sich erholen kann. Oh Gott, der tut uns so leid. Aber er bleibt einfach sitzen da. Gefahren hier. Und der Kleine muss noch ein bisschen trocknen hier, oder? Ja. Er hat es sich jetzt gemütlich gemacht, er schläft ein bisschen. Weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen, wir wissen es nicht. Ja, du hast ja erzählt eben, dass sie sehr viel Energie verbrauchen bei sowas. Dann, ja, ne? Genau. Die haben ja, Vögel haben ja generell einen relativ schnellen Stoffwechsel, also die Verdauung ist halt sehr schnell. Um das Gewicht halt so gering wie möglich zu halten. Weil es ja, wie sagt man, bei Vögeln ist alles auf wenig Gewicht ausgelegt, damit sie ja fliegen können. Und ist natürlich dann, wenn der jetzt ins Wasser fällt, hat er natürlich einen immensen Energieverbrauch. Ne? Das heißt, es stresst den Stoffwechsel dann doch enorm. Das heißt, der hat jetzt ganz schön zu kämpfen, gerade wahrscheinlich, um sich wieder ein bisschen zu regenerieren. Also hofft man, dass der jetzt sich hier noch erholt. Ne? Aber ja, ich habe von Vögeln leider auch nicht so viel Ahnung, so wirklich. Also, das ist, wie man sagt, so. Im Studium das Federwild, das lässt man immer so ein bisschen. Das ist das, was man auf Lücke lernt. Das Haarwild ist dann doch irgendwie immer für mich interessanter gewesen. Aber ja, ich hoffe, der macht das, ne? Ja. Schön. Dann haben wir keinen Eisvogel mehr bei uns im Wappen, sondern ein Eichel. Ja. Das ist jetzt das Wappen von Benni. Das ist mein Bootsmaskottchen. Genau. Genau. Ja bisher noch. Bennys neues Bootsmaskottchen. Aber es tut ja auch mal gut, so eine gute Tat zu tun, ne? Ja. So.
Vielleicht bleibt er auch bei dir. Genau, vielleicht werdet ihr jetzt hier Buddies, Angelbuddies. Vielleicht bringt er auch richtig Glück. Ich habe ja gehört, so eine Feder, wenn man die findet, bringt Glück. Aber wenn man gleich so einen ganzen Vogel hat für sich, ist natürlich... Nice, dann werden die richtig großen Zander gefangen. Kommen nur noch die Meterzander hier raus. Okay, wir hoffen, der Kleine macht das. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Wir müssen nämlich in den Schatten, weil, Leute, die Sonne brennt. Und dann geht's aber gegen Abend nochmal auf Zander. Oh yes. Oh yes. So, wir haben den Vogel jetzt hier mal aufgesetzt. Da. Er ist auch wieder wach. Ja. Hoffentlich fliegt er weg. Schauen wir mal. Julian ist nicht so optimistisch, aber... Ja doch, jetzt bin ich wieder optimistisch. Der macht ja schon. Wir drücken dem Kleinen die Daumen. Wie das Alf-Info, wo dann alle so vor der Kamera stehen und da kommt Alf so. Das ist die einzige Szene, wo man Alf mal mit ganzem Körper sieht übrigens. Ah, verrückt. Kein Alf sieht man immer. Ja, aber nur mit dem ganzen Körper. Klar, der hat diese kleinen Stummelbeine. Ja, ganz genau. Und das siehst du nur im Intro. Echt? Aber das ist eine Handpuppe. Schreib's mal in die Kommentare. Ja, gut. Also, dann... Das war's, Leute. Eichi geht's gut. Ja. Nochmal so zur Backup-Info. Ich glaube, das interessiert die meisten. Wir haben den dann abgesetzt da an dem Steg oder bei den Hausbootbauern. Und die haben dann nochmal sich gemeldet. Haben wir gesagt, dass Eichi der Vogel ist? Also ich weiß gar nicht, ob wir gesagt haben. Wir haben ihn jetzt Eichi. Er heißt Eichi. Eichi. Ja. Eichi. Sehr kreativer. Der Eichelherr. Ja. So wie Hundi. Der Hund. Ganz simpel. Ja, jedenfalls haben wir den da abgesetzt oben und da hatte er so ein bisschen Ruhe und dann haben wir gedacht, Mensch, wenn er sich macht, dann fliegt er da weg und so war es dann wirklich. Der hat wohl dann nochmal Radau gemacht, ne? Ja. Wie sich das für einen Eichelherr gehört, ne? Und dann ist er wohl weggeflogen. Also, ja, mega. Er hat den Tag nice. Übernehmen. Ja. Alles ist gut. Rettungsaktion geglückt. Rettungsaktion geglückt. Judith hat noch einen Stein gefangen. Ja. Na toll. Nächstes Mal gibt es einen Fisch. Genau, nächstes Mal gibt es einen Fisch. Also es war wieder ein mega, mega geiler Tag und wir können nur empfehlen, ne, alle Leute, die noch keinen Angelschein haben irgendwie und überlegen, das mal zu probieren, hier ist die perfekte Möglichkeit, genau. Ne, das erstmal auszuprobieren. Ja. Thunder Guiding schreiben wir unten in die Videobeschreibung. Guckt auch in die Videobeschreibung bezüglich des Gewinnspiels, ne? Genau, ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ja, war ein geiler Tag. Wir haben Fische gefangen, hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ciao.